Hallo Leute, da sind wir auch wieder bei Arcania Gothic 4. Das müsste jetzt Part 27 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und das war ausnahmsweise mitten in der Landschaft, habe ich aufgehört. Weil ich mal wieder, ihr seht's hier, wir sind wieder im Stuwalker-Gebiet. Weil ich mal wieder nicht auf die Karte geschaut habe, hier ein ganzes Gebiet übersehen habe. Laut Wegweiser, der ist hier, geht's da zur alten Krypta. Und das klang nach dem Abenteuer, wo ich gesagt habe, okay, lohnt sich vielleicht doch nochmal da lang zu schauen. Natürlich hier mit gezogenem Schwert, wenn wir ja die ganzen Scavenger schon wieder sehen. Wobei das ja die normalen Scavenger sind, das sind nicht mal hier wilde Scavenger oder sowas. Die kriegt man hier ganz ruckzuck abgefrühstückt. Oh, jetzt, da kommt noch einer. Aber okay, was soll der Geiz? Da sind die auch weg. Alles einsammeln, was die so rumliegen lassen. Und dann schauen wir mal weiter Richtung alte Krypta. Wahrscheinlich wird das auch eine Riesenpleite und es lohnt sich überhaupt nicht, hier lang zu gehen. Häschen! Hui! Und ein vergessenes Grab mit Runenbruchstücken. Schon hat sich's gelohnt, hier lang zu laufen. Da sind Scavenger, die können hier aber nicht hochhüpfen, laufen deshalb einen großen Umweg, um uns dann in den Rücken zu fallen, aber das lassen wir uns natürlich nicht mit uns machen. Und empfangen die hier gleich gebührend. Oh, wow. Aber wir sind eine Stufe aufgestiegen und haben dadurch neue Energie bekommen. Gott sei Dank, ich habe schon wie wild auf Taste 5 für Äpfel gehämmert. Aber das war dann doch nicht mehr nötig. Schwein gehabt, das hätte anders ausgehen können. Da würde ich sagen, immer erstmal auf, nee, nicht C wie Crafting, sondern auf K wie Charakter, verteilen noch ein paar Skillpunkte. In tödliche Präzision haben wir jetzt. Und verursachen 30% zusätzlichen Schaden mit Fernkampfwaffen für Treffer im Kopfbereich. Jetzt brauche ich unbedingt so einen Headshot-Sound. Ich besorge mir den und nächste Folge kommt ja dann hoffentlich. Aber das probieren wir jetzt auch gleich mal aus hier. Jetzt müssen wir nur noch hier im Kopfbereich treffen. Oh, na, das kann ja was werden. Können die keine Wasserköpfe haben? Das wäre einfacher. Wow, 131. Also ihr seht, ich mache immer so 100er Schaden. So circa. Und im Kopfbereich dann 130 sind 30%. Passt. Ja, jetzt haut der wieder ab. Hat er Angst vor uns? Mann. Killermaschine. Oh, da habe ich doch noch einen gesehen gerade. Oder hat das getäuscht? Nee, da war doch keiner mehr. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Knospen des Ogerblatt. Und sagen wir müssen doch bald bei der Krypta sein. Da sind noch Häschen. Ja, treffen wir die? Ja. Ein Hase, da ist noch ein Hase. Ah, den haben wir natürlich nicht getroffen. Aber auch den holen wir uns noch. Jetzt haben wir ihn auch. Da können wir den Bogen wieder wegstecken. Da ist ein Turm. Und hier kommt eine Höhle. Wir ziehen einfach mal das Schwert schon vorsichtshalber in dem Turm. Da leuchtet auch irgendwas drinne. Noch ein Häschen, das lassen wir jetzt auch mal am Leben. Okay, im Turm geht es zumindest schon mal nicht nach unten. Das heißt, wir kommen in keine gefährliche Höhle mit irgendwelchen bösen Monstern, sondern wir klettern auf den Turm und auch hier sind keine gefährlichen bösen Monster, nur eine Truhe. Die knacken wir ruckzuck auf und finden hoffentlich reiche Schätze. Nein, wir finden einen langweiligen Helm, eine Fackel, Bandagen, Pfeile, ein Elixier und einen alten Schild.
Also nichts wirklich Berauschendes irgendwie. Jetzt hängen wir ja noch ein bisschen auf der Kante fest. Hier auch. Und hier haben wir sowas wie, naja, alte Krypta. Okay, das sieht mir aus wie eine Höhle. Aber das kann ja noch kommen. Ja, top. Also auch das war wieder eine absolute Glanzleistung. Kommt, lasst uns zur alten Krypta gehen. Die Tür ist verschlossen. Du kannst das jetzt nicht benutzen. Ja, schade. Hätte Spaß machen können, muss es aber nicht. Also bin ich den ganzen weiten Weg hierher umsonst gelaufen. Und wir laufen jetzt den ganzen weiten Weg wieder zurück. Ich könnte jetzt, ja, was machen wir jetzt in der Zeit, wo wir hier laufen? Ich könnte jetzt Musik einspielen, aber das gibt dann wieder Ärger mit der GEMA. Aber was könnte man denn erzählen? Ja. Mittlerweile haben wir herausgefunden, eventuell könnte das Problem mit meinem Bioshock daran liegen, dass ich einen i7-Prozessor und eine Grafikkarte, ich sag mal, schon im High-End-Segment habe auf meinem Laptop und das ist da, wo, oder besser gesagt, Leute, die damit Probleme haben, das sind nicht wenige, aber halt Leute, die Probleme haben, haben halt wohl auch einen i7-Prozessor und eine Nvidia-Karte im High-End-Bereich. Und dass das Spiel wohl da irgendwie so ein paar Komplikationen hat. Ich bleib da weiter dran und informiere mich, um euch möglichst zeitnah dann auch ein Bioshock Let's Play liefern zu können. Schon aus persönlichem Interesse, weil ich mich schon seit Wochen tierisch auf das Spiel gefreut habe. Und das jetzt auch endlich vernünftig zocken will. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich euch aber da den neuesten Stand auch schon erzählt. Das noch ein Hirsch, den holen wir noch zwischendurch. Aber wir müssen ja trotzdem noch ein Stück laufen. Was könnte ich da noch erzählen? Ja, Telekom will ja jetzt Internet-Flatrates, hat Telekom ja jetzt beschlossen. Ja, die Menschen, die sind alle so verschwenderisch mit ihrem Traffic. Und Telekom ist jetzt halt am Überlegen zu sagen, okay, wir bieten zwar eine Flatrate an, aber ab einem gewissen Volumen, ihr kennt das ähnlich von euren Handyverträgen, nehme ich mal stark an, ab einem gewissen Volumen wird dann die Geschwindigkeit runtergestuft. Und da ist man dann natürlich, ich sag mal, gerade so im Bereich, wenn man Let's Plays macht und dann hier regelmäßig Videos hochlädt, die dann auch gut und gerne mal anderthalb, zwei, drei Gigabyte groß sind, ist man dann ruckzuck mit seinem Traffic am Ende. Und dann wird das da runtergestuft und dann ist das übelst langsam und dann kann man selber kein Video mehr auf YouTube gucken, weil es Stunden puffern würde und ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Also ja, klar. Oh, der Hirsch ist auch weit runtergefallen. Klar hat die Daten und Datennutzung und der Traffic, das ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Machen wir uns nichts vor. Ja, schon alleine, ihr kennt das vielleicht selber, ja, so ein Video bei YouTube in HD puffern. Was da an Traffic durch die Leitung geht, das ist nicht mehr feierlich. Aber hey, dafür ist das Datennetz so ausgebaut und andere Hersteller oder andere Anbieter, andere Provider, die meckern da auch nicht rum. Die beschweren sich da nicht drüber. Und die Telekom, die meiner Meinung nach sowieso schon ziemlich teuer ist, was das Ganze angeht, die meckert dann so rum, ja, Instandhaltung der Leitung und hast du nicht gesehen? Ja, aber hey, das machst du einmal und dann hält die Leitung wieder ihre 10, 20 Jahre, keine Ahnung. Sollen sie überall Glasfaser verlegen anstelle der Kupferleitung und die Technik dann endlich auch marktreif machen und dann hat sich die Sache sowieso erledigt. Und alle, die natürlich ihr Internet nicht über die Telefondose bekommen, sondern das Glück haben, wie ich, einen Kabelanschluss zu haben, denen wird das sowieso scheißegal sein, weil billiger geht's eigentlich fast gar nicht mit dem Internet. Also ich glaube, ich zahle für meine 30.000er Leitung nicht bei 20, 23 Euro im Monat oder Durchgang sowas. gesperrt. Zurück. Ja, da kann keiner irgendwie Nichts ist so von gültig wie den die silberne Ehe. Woher weißt du? Wo Telefon denn?
Leitungsanbietern, da kommt eh keiner ran. Verrückt genug? Was soll das heißen? Nun, ich würde nur mit einer kleinen Armee nach Süden gehen. Die Gegend ist wirklich übel. Ich bin eine kleine Armee. Großmal. Der Spruch war echt geil. Das erinnert mich wieder an den Film, oh, was war denn das? Expendables oder sowas? Wie viele Leute hast du da draußen? Nur deine Mutter. Das war echt cool. Oder wie viele Leute sind in deiner Armee oder sowas? Haben die das Stallone gefangen? Und wollen den so verhören und dann meint der eine so, wie viele Leute sind in deiner Armee? Und Stallone antwortet nur so, schon blutiges Gesicht, ganz lässig, nur deine Mutter. Also, ja, der Film hat nicht viel Story, klar, aber, oh, was ist denn das da? Ich glaube, wir wechseln mal kurz das Thema und ich konzentriere mich ein bisschen aufs Spiel. Ein Lurker. Wow, das waren 165 und er lebt immer noch zur Hälfte. Die 99 sieht man fast gar nicht. Oh, jetzt hier, jetzt wird's besser. Alter, der kann aber ganz schön einstecken hier. Aber auch den kriegt man natürlich klein, wäre ja gelacht, wenn nicht. Erbeuten da gleich ein paar Lurkerkrallen und was haben wir hier Schönes? Noch mehr Snapperkraut. Ich muss mal rauskriechen, was man damit macht. Wenn wir davon so viel einsammeln, aber das ist auch überhaupt kein Problem. Kurz auf C wie Crafting. Alchemie und Essen. Können wir uns noch ein paar Heiltränke machen. Lecker gegrilltes Fleisch geht auch immer. Elixier des Krieges, da brauchen wir Ogerblatt und Snapperkraut für. Des Kriegers, Verzeihung. Lebensenergieregeneration, Rüstung und Nahkampfkraft. Elixier der dunklen Tränen macht Mana-Regeneration des Adlerauges. Fernkampfkraft, ja, ach, die Elixiere, das haut mich jetzt alles nicht so vom Hocker. Oh, da läuft ein Häschen. Da laufen viele Häschen. Schwerer Bolzen, ramponierter Schild, Armbrust, noch mehr Bolzen. Also hier war scheinbar auch sowas wie ein kleiner Kampf oder so, ein Wespen-Elixier. Das nehmen wir natürlich mit. Hier war ein Mana-Trank, da ist er. Gut, dann schauen wir mal weiter, wir wollen ja nicht Stunden mit Plündern verbringen. Was sind das da hinten? Das sieht auch aus wie Scavenger. Wilde Scavenger. Ja, auf die Entfernung zielsicher, der kommt dann ein bisschen angeruckelt. Ja, und sobald er näher rankommt, erwischt man natürlich nicht mehr. Oh, er kommt einen Felsen nicht hoch und läuft natürlich weg, so ein Dreck. Ja, schade. Na gut, was soll's, den müssen wir jetzt auch nicht jetzt jagen. Hüpfen wir wieder runter. Tosho, wo geht's hier lang? Orks, da geht's Richtung Orks, das klingt doch schon mal ganz brauchbar, da wollen wir ja auch hin. Und da ist ein Turm, da sollen wir ja das komische Notizbuch oder sowas sollen wir da besorgen. Da der Ork hat auch ein Ausrufezeichen, der ist vielleicht gar nicht so unfreundlich, unterhalten wir uns doch erstmal mit dem. Da kommt auch einer gelaufen, oder kommen zwei gelaufen. Ich glaube, der mag uns nicht. Ach ja, speichern ist während eines Kampfes nicht möglich. Der sieht auch ziemlich unfreundlich aus mit seiner Keule da. Aber wir versuchen trotzdem mal uns mit ihm anzulegen. Ja, genau jetzt, wenn er gerade zu seinem fetten Schlag ausholt. Ah. Sah im ersten Moment stärker aus. Schnell eine Bandage und dann holen wir uns den da noch, der gerade da runterläuft. Und dann den, der da hochläuft. Mann, die kriegt man auch richtig leicht weg, hier frühstückt hier. Da holt man sich gerne noch einen Nachschlag. Ha, 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 Nachschlag, sowie nochmal Zuschlag. War jetzt wieder ein Brüller des Tages. Von dem können wir noch lange zehren, von dem Spruch, oh, da sind nur lauter Blutfliegen gleich, top. Dass auch ja nicht langweilig wird, ein Ork und drei Blutfliegen, vier Blutfliegen, da schießen natürlich auch welche von. Halt, es sind keine Blutfliegen, es sind Uferwespen. Nein, und die sind ziemlich aggressiv, würde ich sagen. Halt, Bandagen kann ich nicht verwenden, jetzt wird's knapp, schnell ein paar Äpfel reinhauen. Oh, Äpfel sind alle, wir haben immer noch
Uferwespen am Hals. Da ist ein Ork-Schamane, der hat uns aber Gott sei Dank nicht gesehen. Uferwespen. Mistviecher. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Die Klamotten durchnässt fast tot. Wespen, da ist wieder ein Schamane. Der ruft uns Krotok entgegen. Nein, es sind sogar zwei Leute. Aber ja, Gott sei Dank noch unsere High-End-Kampfrolle. Oh, wir sind auch lauter. Ich laufe auch, glaube ich, gerade in die falsche Richtung. Von hier komme ich doch gar nicht. Nee, von hier komme ich auch nicht. Wir packen uns erstmal was zu essen hier wieder. Da unten in die Leiste. Äpfel, die nehmen nur Platz weg. Schmortopf. Fleischragout. Was haben wir hier noch? Gegrilltes Wild. Wurst sieht gut aus. Das packen wir da mal hin. Und hier haben wir noch Auberginen. Das packen wir mal hinter auf der 8, weil die wollen wir eigentlich nicht essen. Aber da haben wir nicht so viele. Die können wir da mal nebenbei mit naschen. Boah, wir müssen da auf alle Fälle hoch zu dem Turm da. Oh, jetzt treffen sich hier natürlich gerade drei Orks zum Plausch. Klar, warum auch nicht? Wir haben's ja. Wir haben ja hier so eine wahnsinnig kräftige Lederrüstung. Die können uns überhaupt nichts, aber vielleicht können wir den da mit Pfeil und Bogen schon mal ein bisschen necken. Ist das auch ein Schamane? Ne, das ist irgendwas. Oh, das ist Hark der Schlechter. Ich will nichts sagen, aber Hark der Schlechter sieht, ja. Genau. Du bist gestorben. Schade. Wo haben wir als letztes gespeichert? Vor einem Kampf ging's nicht. Danach habe ich's natürlich nicht gemacht. Sehr schön. Mit etwas Glück stehen wir jetzt wieder an der Krypta. Ja, Leute, ihr seht. Wir sind in dem Part nicht weit gekommen. Wir stehen jetzt nämlich da, wo wir in diesem Part auch angefangen haben. Das Gute daran ist, den Weg zur Krypta können wir uns jetzt sparen, weil wir wissen, wir kommen eh nicht rein. Und das war ja dann weniger erfolgreich, möchte ich anmerken. Drängen wir uns hier noch an Castor vorbei, hier wieder den Weg runter. Boah, das hätte echt besser laufen können. Und das jetzt hier so kurz vor Ende. Eigentlich hätte ich jetzt sterben, Part beenden und dann wäre Part 28 genauso losgegangen wie 27 und ich hätte nochmal da langlaufen müssen und hätte hier zweimal dann denselben Part bekommen. Das wäre eigentlich echt cool. Also für euch wäre es tierisch langweilig. Aber so für mich, ja, wäre auch mal lustig. Hätte ich ja 27a und 27b nennen können oder sowas. Weil es ja eigentlich dasselbe ist. Und dann kenne ich das alles schon. Dann habe ich nicht so viel Arbeit beim Aufnehmen. Und weil ich so tierisch klickgeil bin, bekomme ich dann natürlich auch Klicks, obwohl ich da eigentlich viel weniger für die Folge gemacht habe als vielleicht für andere. Das hätte ich eigentlich tun sollen. Jetzt habe ich aber alles verraten. Da kann man das nicht mehr machen. Naja, vielleicht später. Ich habe gerade ein Déjà-vu hier mit dem Langlaufen. Mir fällt gerade auch urplötzlich wieder Telekom ein und DSL-Begrenzung oder wie auch immer. Ja, aber ganz ehrlich, regt euch über sowas nicht auf, wenn ihr das seht. Ja, das ist eine Vertragsänderung, dem müssen beide Vertragspartner zustimmen. Wenn ihr da nicht zustimmt oder wenn die das wirklich durchziehen und sagen, wir machen eine Traffic-Begrenzung, danach wird das runtergestuft. Dann gehen wir ja fast wieder zurück Mitte 90er Jahre oder sowas. Willkommen in der Steinzeit und ja, wenn die das wirklich durchdrücken da bei sich im Vorstand oder sowas, dann ist das eine Vertragsänderung, dem müssen beide Partner zustimmen. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr natürlich sofort kündigen, weil ihr den Vertrag so nicht abgeschlossen habt und die können nicht einfach eure Vertragsbedingungen ohne eure Zustimmung ändern. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen und ich glaube auch nicht, wie ja viele hier rumschreien, gerade in Let's Play Foren ist oder überhaupt in Foren, wo sich halt ein paar Let's Player und so rumtreiben,
Es ist ja, ja, Telekom, alle anderen werden nachziehen, weil Telekom der größte Anbieter ist. Es geht mit Let's Plays zu Ende. GEMA, es geht mit Let's Plays zu Ende. Es geht immer mit Let's Plays zu Ende. Das ändert aber nichts daran, dass es tausende von Let's Playern auf YouTube gibt. Und das ist Schwachsinn. Da wird auch nie ein anderer nachziehen, irgendwie Anbieter. Weil wenn jetzt alle von der Durchgang Telekom dann gesperrt. weggehen, weil denen Zurück. das zu doof ist, dann gehen die natürlich zu den anderen Anbietern. Und für die ist das dann mehr oder weniger Nichts gefundenes ist so Fressen. Ja, die gülden wie bekommen die dann lauter neue silberne Kunden Ehe. und alles. Woher weißt du? Also Moment, macht euch da was keine passieren, Sorgen. wenn du verrückt genug bist? Wir bleiben weiter in unserem schnellen Verrückt DSL-Zeitalter. genug? Was soll das heißen? Nun, ich würde nur mit einer kleinen Armee nach Süden gehen. Die Gegend ist wirklich übel. Ich bin ein Großmar. Ja, ist eine kleine Armee. Den coolen Spruch hatten wir vorhin schon. Ja, und jetzt sind wir zumindest hier. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt die Pleite nochmal erleben, von dem Ork auf die Fresse kriegen, machen wir für heute Feierabend. Speichern das Ganze hier ab. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und sagt Tschüss, bis zum...